Yusuf Paulsen. Das könnte gefährlich werden. Und die Möglichkeit. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann bringt er diesen straffen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ist. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Da kommt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Klasse. Er lässt den Gladbach treffen. Erst können sie sich noch befreien, wir sehen es hier in der Wiederholung, aber eben nicht energisch genug. Und dann gibt es die nächste Chance und dann macht er das Tor. Strafe für den schwachen Befreiungsschlag. Jetzt Sabitzer. Forsberg am Ball. Ja, starker Pass. Marcel Sabitzer. Tor für Leipzig. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Um einen Elfer zu parieren, braucht es Intuition und Reaktionsschnelligkeit. Da hat der Keeper den Schützen ausgeguckt und klasse reagiert. Die Ecke kommt rein. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Yusuf Paulsen. Super Zweikampf, den Ball hat er. Da ist er drin, ein tolles Tor. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben, gut gesehen vom Assistenten. Und hier sehen wir es noch einmal, richtig auf Abseits entschieden. Schöne Flanke, Tor für Leipzig. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Das super aus der Halbzeit, richtig im Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.